berieseln lassen lasse. Das ist ja so meine Erfolgsgrundlage, die mir Spaß macht, womit ich aufs was hobbymäßig, wo ich gerne arbeite, was ich gerne mache, ist eben hier dieses Let's Play. Und klar könnt ihr euch da einfach berieseln lassen, aber schöner finde ich es natürlich, wenn Kommentare kommen. Und klar finde ich das ein bisschen schade. Früher kamen wesentlich mehr Kommentare, aber es liegt daran, dass ich vielleicht auch einige Zuschauer verschreckt habe, vermute ich mal. Und zur anderen Seite, denke ich mal, liegt es einfach auch daran, dass YouTube den Google Plus Zwang eingeführt hat. Also du kannst Kommentare nur schreiben, wenn du ein Google Plus Profil hast. Also zumindest regulär. Ich weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gibt, das zu umgehen. Habe ich mich auch nicht beschäftigt. Werde ich mich auch definitiv nicht damit beschäftigen. Da ich ja eine Umschulung zum Fachinformatiker mache, wird es bei mir nur alles auf den legalen Wege geben, weil wenn man mich einmal selbst wenn ich nur bezichtigt werde, irgend so einer Sache, kann es sein, dass ich diesen Beruf an die Nagel hängen muss. Und das ist, denke ich mal, weiß ich nicht, ob mir dann nochmal jemand eine Umschulung bezahlen würde. Aber müssen sie ja eigentlich, oder? Weil ich meine, ich rede jetzt nicht von Erwerbsfähigkeit, aber wenn du eine bescheinigte Berufsunfähigkeit durchs Arbeitsamt hast und du keinen Beruf hast, dann kriegst du doch eigentlich eine Umschulung finanziert. Also eine Ausbildung kriegst du nicht finanziert, weil der Gesetzgeber finanziert halt maximal, also kannst natürlich, wenn du selber das nötige Kleingeld hast, nochmal eine neue Ausbildung machen, klar. Aber an sich, wenn du jetzt nicht genug Kleingeld hast, dann ist es natürlich selber schwierig, mit einem Ausbildungsgehalt über die Runden zu kommen. Und da würde dir der Gesetzgeber, vom Gesetz her, kriegst du dann, wenn du schon mal eine Ausbildung hattest, dann eine zweijährige Umschulung ins Vollzeit. Was, finde ich, Schwachsinn wäre, ist, weil dann bezahlen sie viel mehr das Arbeitsamt, als wenn sie mir nochmal eine dreijährige Ausbildung, weil so in den 2 Jahren, die müssen die Umschulungskosten bezahlen. Die müssen mir die Lebensunterhaltskosten bezahlen. Bei der Ausbildung kriege ich Lehrlingsgehalt, da muss keine zusätzliche Ausbildung, sondern da müssen nur noch ein Zuschuss zu Lebenskosten finanziert werden. Und da würde man im Endeffekt viel, viel günstiger kommen und Geld sparen, aber wahrscheinlich fehlt da irgendwo die Weitsicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, warum das so geregelt ist. Aber wie bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen? Warte mal. Wie bin ich jetzt auf die Umschulung gekommen und Finanzierung vom Arbeitsamt? Wegen der wegen der BU. Wenn ich jetzt die Umschulung zum Fachinformatiker dadurch irgendwelches Illegalen keinen Fuß mehr dort reinsetzen kann. Genau. Ja, jetzt weiß ich, keinen Fuß mehr reinsetzen, bin ich gegen illegalen Sachen oder nicht gesetzeskonform Sachen gekommen. Diese nicht bin ich wegen Google Plus Zwang, ob ich vielleicht inzwischen, also beziehungsweise, weil ich ja mal gesagt habe, dass inzwischen, wenn man kommentieren will bei YouTube, Pflicht ist ein Google Plus Account, und ich
Allerdings ich nicht weiß, ob man das umgehen kann. Ich bis jetzt nicht geguckt habe und ich auch nicht gucken werde. So rum war's, genau. Also manchmal bin ich doch ein bisschen durcheinander. So, hat mal wieder etwas Zucker in Form eines Joghurt-Erdbeerriegels eingeführt. Das brauche ich ja, weil, na gut, ich sag mal, spät ist es noch nicht, aber diese Dunkelheit, es ist erstmal gerade, während ich das kommentiere, hier 5:30. Aber es ist halt die Dunkelheit, die schon. Aber, ein Lichtpunkt am 21. ist, sind Wintersonnenwende, was eigentlich gut, wenn man auf der Erde betrachtet, ist es ein korrekter Begriff, wenn man Standpunkt Erde hat, die Relation. Aber wenn man es aus dem Weltall, egal welchen Planeten, also wenn man es aus dem Weltall sieht, dann ist es eine Winter-Erdwende. Denn die Sonne, die wendet sich ja nicht, sondern die Erde, die, weil wir eiern ja durchs Weltall. Also wir drehen ja um die Sonne, dabei drehen wir uns um die eigene Achse und stehen schräg und die Achse, ah, da ist ein anderer Kämpfer, und die Achse, die eiert ja auch noch, also die ist nicht immer konstant, sondern die wackelt auch noch ein bisschen hin und her, aber dieses Wackeln halt, dieses Eiern auch in einem, nach einem gewissen Regelwerk. Fragt mich nicht, wie das Regelwerk ist und wie sie sowas rausgefunden haben. Obwohl Astrophysik an sich finde ich jetzt auch interessant. Also wenn lange Nacht da Museen ist und so weiter, dann gehe ich auch in Sternwarte und so weiter. Finde ich auch interessant. Also ich finde so viele interessante Sachen gibt's, aber man nimmt sich nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, ich habe keine Zeit, weil ich denke mal, Zeit dazu ist da. Ich nehme mir nicht die Zeit und ich denke, das ist das Problem daran. Ja, ihr fragt mich jetzt, warum mache ich hier die Heimrückkehr? Weil ich jetzt im Prinzip die... Ach, ja, ich muss ja wieder zurück da. Erst im Gebiet kann ich sie abgeben. Nee, ich wollte die Hauptquests machen, damit dann im Prinzip der... Na komm schon. Damit das Blackface ein bisschen weggeht, weil das ist ja schon ziemlich störend. So, das wäre auch abgegeben. Und, ah, wir haben ja hier noch ein paar Systempunkte. Na, machen wir hier erstmal Eis. So, schade, alles schon ausgegeben wieder. Quatsch, keine Systempunkte. Skillpunkte hatte ich bekommen. Na, und jetzt wieder zurück. Nee, doch nicht. Ich weiß es gar nicht, was hatte ich denn hier gemacht? Habe ich hier doch noch ein bisschen? Ich dachte, ich wäre schon, zurückgegangen. Weil ich hier immer gekillt worden bin und dann ich erstmal das Blackface loswerden lasse. Aber hat mich hier meine Erinnerung so an diese Aufnahmesession getäuscht? Kann ich jetzt so auf die Schnelle gar nicht beantworten.
Tja, wer weiß. Merkwürdig, merkwürdig, aber gut. Ich weiß nicht, oder was ich... Aber es ist ganz gut für Levelaufstieg und Erfahrungspunkte und so weiter, dass ich hier drinnen noch weiterkämpfe. Aber irgendwie habe ich mich mit der Zeit jetzt vertan. Ich meine, es sind doch 20 Minuten, die ich jetzt zu überbrücken habe. Und so richtig... Ja, hier war gerade wieder Abbruch. So richtig weiß ich eigentlich jetzt gar nicht mehr, was ich sagen will, möchte, zu sagen hab. Denn, naja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig und vor allem, wenn man dann nachkommentieren muss. Finde ich selber nicht so leicht, denn man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man so richtig gemacht hat. Also ich ärgere mich eigentlich immer ständig zu Tode, wenn ich irgendwie nachkommentieren muss. Weil nachkommentieren ist, also ich weiß nicht, wer von euch auch Videos macht, aber wenn man was nachkommentieren muss, das ist das Blödeste, was es gibt, denn man muss es ja passgenau auf die Stellen machen und man weiß eigentlich gar nicht mehr... Oh, Fakt. Da ist einer. Und ich schätze mal, der kommt hier mit einer Reitpeitsche. Kommt da auf mich zu. Der reitet mir hinterher und ich bin bestimmt gleich beim Portal tot. Ja. Hab ich doch genau gesehen. Ach Mann, ist das ärgerlich. Wie gesagt, ich wollte da jetzt überhaupt nicht kämpfen, aber auch bevor ich irgendeinen Stun ausgeführt hatte, war der doch tausendmal schon dabei. Also von daher. Ich bin ein Casual Gamer, bleib auch dabei und PvP ist nicht mein Ding und ich sage auch, Übung macht da keinen Meister. Ich hätte da viel eher anfangen müssen, sage ich mal so, wo es auch noch etwas leichter war, weil jetzt in dem Levelbereich sind ja doch alles mehr oder weniger ziemlich stark geskillte Spieler und ich als Casual Würmchen, was mit Hilfe von der ganzen Community, aber da danke ich euch riesig für die vielen, vielen Geschenke, die ihr mir bis jetzt immer gemacht habt, wo ich da Level angestiegen bin mit Level 75, nee, 76 dürfte das jetzt sogar sein. Warum sage ich dürfte? Weil ich das hier in der Vorschau wieder nicht so richtig sehe. Das ist ja nur eine ganz Mini-Vorschau. Da kann man die Schrift kaum erkennen. Es geht daher jetzt nur um das Grobe, was ist passiert. Darum geht's ja, dass man, und das kann ich auch bei dieser kleinen Mini-Vorschau erkennen. Und ich bin wieder müde. Manometer. Oh, ich bin echt froh. Also, sonst bin ich ja wirklich damals im Sommer, wo uns dann, weil durch die Umschulung hast du gewisse Ferienzeiten, die da ein. Also kannst deinen Urlaub nicht zu bestimmten Zeiten planen. Das ist ein bisschen doof. Dadurch klappt es leider auch nicht, dass ich dieses Jahr, oder besser gesagt nächstes Jahr, mit Freunden zusammen in den Urlaub fahren kann. Letztes Jahr hat es geklappt, also dieses Jahr hätte es geklappt, aber da gab es Differenzen, die vielleicht, die auch nicht, die jetzt auch noch nicht unbedingt ausgeglichen sind,
Mal schauen, ob die sich je ausgleichen werden. Ich hoffe, ich bin aber zusätzlich vorsichtig, und wenn wirklich eine enge Freundschaft ist, dann bemühen sich beide Parteien um da eigentlich, so sehe ich das immer, um da irgendeine Lösung zu finden. Aber es ist halt.